Hallihallo, Hallöle, zurück bei Minecraft. Wir stehen hier, wo wir uns zuletzt abgestellt haben. Neu ausgestattet mit einem traumhaften Plünderungsschwert und einer dermaßen effizienten Spitzhacke, dass es schon nicht mehr schön ist. Und ich habe es angedroht, nachdem wir beim letzten Mal zugegeben sehr viel Spaß hatten, werden wir heute wieder Stein hacken, damit das mit dem Spaß hier kein Überhand nimmt. Ne? Brauchen wir sich ja nicht dran gewöhnen. Dass mir hier keiner glaubt, das Leben sei schön oder so. Das ist ein Trugschluss. Das Leben ist nicht schön. Das Leben ist eine durchgehende Pein. Ja. Und wenn wir später alle sterben und in die Hölle kommen, dann werden wir feiern. Weil es in der Hölle viel schöner ist als im wirklichen Leben. Das zählt natürlich nicht für die Juden. Die haben keine Hölle. Die haben nur Sodbrennen. Oder so. Sagte mal einer. Also, ich weiß es ja nicht. Ich kenne gar keine Juden, glaube ich. Ich glaube, ich habe nie Juden. Habe ich jemals Juden kennengelernt? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht schon, und mir ist es nicht aufgefallen, weil sie halt ganz normale Menschen sind, wie jeder andere auch. Und dann merkt man das nicht so. Egal. Werde ich jetzt nicht drüber philosophieren. Ich philosophiere über andere Dinge. Über Dinge, die geschehen. Dinge, die geschehen sind. Dinge, die geschehen werden. Dinge. Wie da hinten zum Beispiel Bäume. Bäume sind prinzipiell immer was Gutes. Reden wir doch mal über Bäume. Was würdest du tun, wenn du ein Baum wärst? Und was für ein Baum wärst du? Ja. Stell doch mal bei Facebook ein Bild von irgendeinem Baum. Lade das mal hoch, ne? Stell das da rein. Und schreibt drunter, markiert jemanden, der auch ein Baum ist. Nein, ich will da gar nicht drüber reden. Das geht einem so auf den Senkel. Ich habe Leute da draußen, die ihr eben solche Nachrichten verbreitet. Ich habe kein Interesse daran, Leute irgendwo zu verlinken oder auch selbst verlinkt zu werden. Nur weil ich in meinem Leben schon mal ein Eichhörnchen gesehen habe. Das ist aber so geil, wenn wir so vollkommen nutzlose Videos, wo irgendjemand, weiß nicht, besoffen gegen eine Glastür rennt. Und dann dieses Kommentar, markiere jemanden, der das sein könnte. Ganz ehrlich. Ich glaube, wenn mal richtig zu ist, dann läuft jeder auch mal auch vielleicht gegen eine Glastür oder sonst gegen was. Da kannst du die ganze Welt markieren. Diese. Ja. Diese ganz billigen Art und Weisen, irgendwie an Klicks ranzukommen. Wobei ich mich immer noch frage, was bringt es einem bei Facebook? Was bringt es einem bei Facebook, wenn die eigenen Beiträge viel geteilt und geliked werden? Kann man sich davon irgendwas kaufen? Nö. So, und jetzt gehe ich ins Bett, als pisst wie blöd. Das finde ich hässlich. Finde ich gut. Gute Nacht. So, wir haben unsere wahnsinnig effiziente Spitzhacke angefangen. Und ich finde es jetzt schon ein Traum, wie wir jetzt hier durch den Stein mähen. Ach, ist das schön. Zack, das geht da durch wie Butter. So schnell kann ich gar nicht laufen, wie hier die Spitzhacke den Stein wieder mäht. Mann, da vermisse ich ja meinen 7-Days-to-Die-Bohrer gar nicht mehr. Wobei, doch, der ist schon geil. Ah, nein, ich rede nicht über 7-Days-to-Die. Ich bin nicht irgendwie süchtig nach diesem Spiel und muss bei jeder Gelegenheit über dieses Spiel reden. Reden wir doch lieber über Left 4 Dead. Ein anderes Spiel aus Buchstaben und Zahlen mit Zombies, was man gerne ständig verwechselt. Nein, nein, ich rede einfach gar nicht. Oder ich rede über Prison Architect. Hat sich jemand von euch schon mal Prison Architect angeguckt? Ist voll das tolle Spiel. Voll Laune. Gut, diese Drogen-Junkies da, die sind ein bisschen verwirrend.
Das ist aber auch nicht Sinn der Sache. Ach, ich brauche mal dringend mehr Themen, über die man mal reden kann, die auch Sinn ergeben, statt immer hier Eigenwerbung zu machen. Aber es ist halt wirklich, wenn man so einen elendigen Berg kurz und klein hackt, da weiß man irgendwann nicht mehr, was man da noch zu sagen soll. Und dann kommt dann so ein Bullshit dabei raus, wie was, wenn Zombies in Gewerkschaften wären, wo man dann darüber philosophiert. Was, wenn Zombies in Gewerkschaften wären und man philosophiert über alles, nur kommt nicht zu dem Punkt, was wäre, wenn Zombies in Gewerkschaften wären. Und diese Frage ist bei dem Ganzen nie beantwortet worden. Was denn wäre, wenn Zombies in Gewerkschaften wären? Liegt gleich daran, dass ich darauf gar keine Antwort habe, was dann wäre. Das wäre dann wahrscheinlich so, das war gerade mitten in der Zombie-Apokalypse. Da überall geht hier richtig Party. Alle drehen sie am Rad. Und du bist gerade umringt von einer riesen Zombie-Horde und alle krölen und lechzen nach deinem Fleisch. Und plötzlich bleiben alle stehen, drehen sich um, hocken sich irgendwo in die Ecke. Gewerkschaft hat Pause angeordnet. So. Und dann machen die wahrscheinlich noch so um Punkt 5 Uhr sowas ganz komisches wie Tea Time. Ja. Und am Ende legen die noch die Arbeit dann für 3 Tage nieder und nennen diese unsere The Weekend. Nee. Würde natürlich erklären, warum man eben jene Zombies, die das veranstalten, auf einer großen Insel weggesperrt hat. Das ist jetzt auch nicht so gemein. ist jetzt gar nicht so gemein, nö. Ist realistisch. Ja. Die Insulaner. Deswegen verhalten die sich auch bei Fußballspielen so seltsam. Gerade so ein Wayne Rooney. Der ist jetzt nicht aggressiv in seiner Spielweise oder faulschwer. Nein. Der hat einfach Hunger. Und wenn er da die ganzen knackigen jungen Männer sieht, dann will er sich einfach zwischendurch mal einen Snack genehmigen. Mein Gott, das müsst ihr doch verstehen. Lass den armen Kerl doch. Nicht, dass er dann irgendwie völlig entkräftet da in der Ecke rumliegt. Da hilft er ja auch niemandem was. Ist doch gar nicht so schlimm. Bam, 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 abadadam. Oh, ein Stein. Ja, ich bin immer gespannt, weil wir gerade beim Thema Fußball waren, wie sich das hier weiterentwickelt mit der gar großartigen Idee der FIFA zum Thema Fußball-WM 2022 in Katar. Kam die nämlich auf die tolle Idee, uns ist jetzt aufgefallen, nachdem wir den Ort genehmigt haben, nachdem die jetzt schon angefangen haben, Stadien zu bauen. Oh, das liegt ja quasi mitten in der Wüste, auf dem nördlichen Wendekreis. Da steht ja die Sonne im Sommer voll in der Mitte. Da könnte es ein bisschen warm sein. Ja, ach komm. Das ist aber eine große Überraschung, dass das so ist. Ja, dann kamen wir auf die tolle Idee. Oh, dann verlegen wir die WM doch in die Wintermonate, dann ist es da nicht mehr so heiß. Anstatt im Vorfeld schon mal drüber nachzudenken, zu sagen, Leute, nicht, dass wir euch das nicht gönnen, aber, ganz ehrlich, das ist eine Kackgegend, um eine WM zu machen. Aber dann heißt es wieder, hey, diskriminiert uns, ja, nur weil wir ein Wüstenvolk sind, weil ihr vielleicht nicht damit klarkommt, dass es wüste Völker gibt. Welche Wüste hier? Ja. Gab's jetzt lustig hier, letztens einen lustigen Beitrag im Postillon. So rum wollte ich das sagen. Gab's jetzt lustig einen letztens. Stand dann drin, ja, der Papst verlegt Weihnachten 2022 auf den 24. Juni, um keinen Interessenskonflikt mit der WM durchmachen zu müssen oder zu verursachen oder wie auch immer. Finde ich einen lustigen Gedanken. Aber spiegelt die wirkliche Problematik dieser tollen Idee wider. Denn gerade zu Weihnachten ist es vielleicht nicht jedermanns Sache und viele halten es mittlerweile nur noch für Kommerz. Und dann gibt es natürlich auch hierzulande
viele Menschen, die einer Religion angehören, die mit Weihnachten gar nichts zu tun haben. Denn letztendlich ist Weihnachten ja nur ein christliches Fest und betrifft weder die Juden noch die Moslems. Und ja, Hinduisten und Buddhisten interessieren sich da sowieso nicht die Bohne für. Also wenn man das so im Gesamten betrachtet, das Christentum ist zwar die stärkste Religion im Moment noch, weltweit, so, Großen und Ganzen, aber trotzdem ist das im Gesamten auch nur ein geringer Teil. Prozentual betrachtet weiß ich nicht mal, ob die Christen die 50% erreichen. Das, ja. Gut, tut da auch nichts zur Sache. Fakt ist aber trotzdem, dass wir auch gerade hier in Europa und auch in Amerika und überall, na überall nicht, aber gerade so die Kontinenten christlich sehr geprägt sind. So, da ist das Christentum eigentlich stark vertreten und naja, die haben dann alle das Problem, dass sie da in einem gewissen Konflikt stehen. Ich weiß jetzt zumindest, wie das hierzulande so ist. Da gibt es viele Leute, die da durchaus noch großen Wert drauf legen. Und ich glaube, gerade in Amerika drüben wird Weihnachten auch noch sehr stark, sehr groß zelebriert. Wirklich, ich meine, die haben da ja auch ihren Santa Claus mit ihren Rentieren und sowas und teilweise auch wirklich halt einen sehr großen Hype um ihren Weihnachtsschmuck. Und das ist ja jetzt nicht nur irgendein Klischee aus diversen Filmen, das wird ja in Filmen und Serien immer wieder aufgegriffen. Also das hat drüben in den Staaten schon große Bedeutung, das Weihnachtsfest. Und den Leuten, denen das noch irgendwo am Herzen liegt, ist dann natürlich auch eine gewisse Besinnlichkeit wichtig an der Stelle, die einfach gänzlich verloren geht. Wenn man beispielsweise ja, so einen Tag vor Weihnachten, sagen wir am 23. Dezember, ein See, ist das schön, den will doch keiner. Noch mehr See. Wie schön, den will doch keiner. So, wo war ich? Ja. Am 23. Dezember, also kurz vor Weihnachten, da nehmen wir mal an, das ist so ein Sonntag. Ich weiß nicht, wie da die Tage so fallen, aber normalerweise ist das WM-Finale ja auch immer an einem Sonntag. Nehmen wir mal an, das ist der 23. Dezember. Dann hocken die Leute also am Sonntag zu Hause und genießen ihren vierten Advent, gehen vielleicht auch nochmal auf den Weihnachtsmarkt und dann ist in der Stadt die Hölle los, weil die ganze Welt natürlich WM-Finale feiert und je nachdem, wenn da dann vielleicht auch deutsche Beteiligung mit drin ist, wenn die deutsche Mannschaft im Finale steht, dann ist mit Public Viewing und sonst was und so, dann ist da auf einmal Highlife. Dann geht da tierisch die Party und die Leute, die zu Hause sitzen, eigentlich gemütlich in ihren vierten Advent genießen wollen, mit Kaffee und Plätzchen und wie man das halt so macht, werden davon wahrscheinlich ziemlich genervt sein, wenn da draußen so dermaßen die Hölle abgeht. Weil die Leute dann da erst Public Viewing und tierisch Party und dann, wenn dann auch noch die richtige Mannschaft gewinnt, also die richtige aus der Sicht jener, die sich das angucken, dann mag ja für jeden die richtige Mannschaft eine andere sein. Dann gibt's da noch Autokorso und dann wird er rumgekehlt und ihr hupt bis spät in die Nacht und das ist einfach was,
was zu Weihnachten, Entschuldigung, einfach überhaupt nicht passt. Und dann kommt noch dazu, jetzt sind die Städte natürlich auch voll mit Weihnachtsmärkten und ähnlichem, was ja auch sehr schön ist. Und im Sommer, gerade an großen Plätzen, hat man immer viel Public Viewing und so, und das lässt sich einfach so überhaupt nicht kombinieren. Weil teilweise gerade bei den ganz großen Plätzen, ich weiß nicht, wie das in verschiedenen Städten so der Fall ist, die Orte, wo Public Viewing stattfindet oder wo Weihnachtsmärkte vielleicht nicht wirklich die gleichen sind. Und bitte, 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 bitte kein Public Viewing zwischen Weihnachtsmarktständen. Das ist, glaube ich, das Grauenvollste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und das ist ein bisschen schade, dass gerade der FIFA das bewusst sein sollte, dass das Probleme geben kann. Ist diese Kapiste voll? Ich nehme den Rest mit nach oben. So, dann ein bisschen Golle. Olle Golle. Golle ist gut, da ist auch noch so eine Golle in der Dinge drin. Golle, Golle. Ach du Scheiße, ist der ist voll hier. Das passt da gerade noch drauf und dann ist hier aber auch echt Ende. Die krieg ich zusammengefasst, glaube ich, zu 32. Und. Ne, 2x64. Ach ja, 1 zu 1. Dann muss ich leider sagen, meine Damen und Herren, Scheiße, hier ist alles voll. Eine Schaufel brauchen wir vielleicht nochmal. Nee, es ist ein ganz großes Problem, eh? Ich kann das so nicht machen. Was mache ich jetzt? Was erlaube Kiste? Was erlaube Kiste? Gut, dann 1, 2, 3, 4. Gibt es da eigentlich nur eine Alternative, die leider so, wie ich mir das jetzt zuerst dachte, gar nicht durchführbar ist, weil ich habe einen Beil und ich werde es benutzen. Mein Keller ist dafür dann doch nicht tief genug, würde ich sagen, oder? Das könnte sogar knapp noch gehen. Mal schauen. Gehen Sie mal weg da. Ich kann so nicht arbeiten. Boah, das passt sogar noch. Das passt sogar noch. So, hier müssen wir frei halten. Dann kommt das dahin. Da habe ich hier zufällig noch Slabs drin. Ja, schön. Haben wir sogar. So. Wo ist die Truhe? Ja, wo ist die Truhe? Ja, such. Schön, ich kann dieses Lager sogar. Also, es ist doch die Fackel im Weg. Ich will diesen Stein haben. Das ist mein Stein. Gib ihn mir. Also, das Lager sogar noch bis da oben erhöhen. Das heißt, ich kriege hier diesen Koble auch noch weg. Falsche Kiste, bitteschön. Diese da. Gut. Aber mehr geht dann wirklich nicht. Also da hängen wir jetzt schon direkt unterm Boden. Also wenn ich hier noch einen wegschlage, habe ich wahrscheinlich rosa Boden. Wenn man es sehen würde. Aber man sieht es nicht. Es ist eher Erde. Gut, das kann aber auch. Scheiße, jetzt liegt die Fackel oben fest. Kann natürlich auch sein, dass wir hier einfach schon viel zu weit raus sind. Aber ich nehme an, ja, das ist das Problem. Gut, egal, das lassen wir jetzt, wie es ist. Wir müssen jetzt erst einmal aufs Feld gehen. Eil, Hunger. Natürlich noch nicht allzu viel gewachsen hier. So, haben wir denn hier etwas, wo man sagen würde, das sieht fertig aus? Also die sind, glaube ich, normalerweise komplett so dicht, wenn sie fertig sind. So wie der und so wie der.
Die anderen sind irgendwie noch nicht fertig. Der ist fertig, der ist fertig. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Neue Kartoffel gepflanzt. Auch schön.